Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu das orange Haus Graus Hausflipper. Ja. Was soll ich zu diesem Haus sagen, außer ich krieg eine Herzattacke bald, wenn ich hier weiterarbeiten muss. Deswegen kümmern wir uns jetzt ganz schnell um die Pflanzen. Tun das Ganze hier ein bisschen mit Grünen und dann fliehen wir. Irgendwie. Bedeutet, Pflanzen, kann ich das hier irgendwie... Nein, kann man nicht. Rabatte, Laub. Ziergräser. Ich hätte die gern kaufen viele. Bringt sich nichts, weil es funktioniert nicht. Bum, 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 bum. Jetzt ist wahrscheinlich irgendwie wieder was. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem Handy. Gucken Sie mal, ganz schnell. Jetzt sofort. Wir tun jetzt mal ganz viel Dadlien kaufen hier. Dadlien, Dadlien, Dadlien. Mit dem tun wir mal den Kranz außen hier rumziehen. Macht zwar jetzt nicht ein bisschen unbedingt männlicher, aber es lässt es schon mal ein bisschen nach was anderem ausschauen. So, Garten. Pflanzen. Irgendwas in der Mitte. Was da volle Wäsche raussteht. Was haben wir denn da Schönes? Himbeerbusch, genau. Dichte Kletterpflanze. Boah, wir können das ganze Haus mit Kletterpflanzen zubauen. Passt du da in die Mitte? Yes! Haha! Geil! Das funktioniert! Tropisch? Achso, ja, da waren wir schon mal. Pflanzen. Darf ich dich da bitte eingraben? Das wollte ich jetzt auch nicht, aber ich würde gerne irgendwie... Die kann ich da drin nicht mal setzen. Was soll denn der Scheiß? Das bringt sich ja dann nichts. Pflanzen. Dann nimmst du hier ein paar Studentenblumen. Kaufen viele. Dann tun wir das jetzt so ein bisschen drehen immer. Dann hat sich die Richtung auch verändert. So noch ein bisschen. Drehen jetzt hier. Wir brauchen noch irgendwas anderes. Das sieht doch auch nicht aus. Bisschen frisch bepflanzen, dann so schnell wie möglich weg. So schnell wie möglich da raus. Warum habe ich mir eigentlich das, dieses Hütte... Ah ja, weil ich gedacht habe, das wäre ein sehr interessantes Experiment. Oh Gott, ich habe gerade bemerkt, das ist dieselbe Farbe. Ah! Naja, trotzdem. Das ziehen wir jetzt durch. Muss ja nur den Rand bilden, ne? So. Rand, jetzt brauchen wir was für innen. Wie wäre es mit Ehrenpreis? Ja, das schaut doch schon noch etwas aus. Eine Palme, ganz viele Pflanzen. Wir können natürlich den ganzen Boden Sand machen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Garten machen soll, ganz ehrlich. Ich bin sowas von psychisch am Ende von den ganzen Pflanzen. Wenn ich hier ein paar Wildröschen, würde ich mal sagen, kaufe viele. Die kriegt man nicht denn hier rein? Was soll denn da bitte schon drin sein, damit es da reinpasst? Ach du Himmel, das muss ja irgendwas mini-kleines sein, oder?
Was mini-kleines haben wir denn? Also wenn die Windröhrchen schon nicht reinpassen, ne? Dann passt doch wahrscheinlich sowas hier rein. Nehme ich mal im Rot, kaufen viele. Da passt ja nichts, nein! Was soll ich denn da reinbauen, bitte? Island Mohn hier, kaufen viele. Hä? Hä? Okay, ist wurscht. Ich würde sagen, wir pflanzen noch ein paar Bäume. Irgendwas Teures, womit wir noch ein bisschen mehr Profit rausholen können. Eine Nadel. Was haben wir denn? Nutzpflanzen tun wir. Karotten? Ach, guck mal, ich weiß nicht, was wir hier machen. Wir tun hier Karotten anpflanzen. So schaut's aus. Das ist jetzt Nutzbetrieb hier. Hier leben Schweine, die brauchen Karotten. Nee, hier leben Hasen, die brauchen Karotten. Das ist das neue Playboy-Haus. Der Playbunny darf sich dann die Karotten hier aus dem Boden... Dass sie die Karotten dann hier ausgraben. Oh, scheiße, ich bin durch. Das Pink macht mich schon fertig, man merkt's, oder? Wie wäre es mit einer gemütlichen Bank hier draußen? Japanisches Dunkelholz kaufen. Das ist eine Bank. Das funktioniert nicht. Möbel. Tische. Tisch nehmen wir hier jetzt kaufen. So, und dann gibt's Möbel, Bänke, Bankkrose, kaufen viele. Nein, ich wollte es nicht öffnen. So. Tun wir noch einen von denen wieder platzieren, weil die bringen sich gleich ein bisschen Kohle. Außerdem kosten die 400 Euro jetzt kaufen. So. Alles schnell in den Boden reinhauen. Warte. Ich tue es mal schnell die an. Alles auf einen Schlag im Grunde. Ah, jetzt kommt. Oh, schlug auf, ey. Nicht cool. Schlug auf ist nicht so die coole Sache, ne? Dach drauf. Einschirmen den ganzen Schmorren hier. Deckel drauf. Tür zusammengesetzt. Tür zusammengesetzt. Zeug montiert. So, Garten. Ah, man könnte noch ein paar Kindersachen reintun. Vielleicht ist es auch die Pudelrosa oder so Ding, hieß es doch, oder? Oder werde ich jetzt schon richtig verrückt? Aber hier kann man einfach nochmal. Bitte gib den anderen Farben. Oh, danke schön. Jetzt kaufen, der kommt hier über den Tisch. Über den Tisch drüber. Und wenn man ihn mittig setzen würde, dann würden sich auch alle drüber freuen, wenn es mal ein bisschen nieselt, dann sind sie nicht alle geschützt. So. Erholung. Was hätte man denn da schon? Ach, wir tun diesmal dieses Karussell da bauen. Das hat mich jetzt die ganze Zeit schon angelächelt, das bauen wir jetzt. Ja, rüber damit! So. Ach, das war alles? Schade. Spielplatz. Erholung, was habe ich denn noch? Projektor, ja, ja. Wir tun eine Gartenschaukel noch aufstellen. Wir machen einfach den Garten voll. Alter, ich kann die Hütte echt nicht mehr sehen. Jetzt so ein Krampf, ey. Wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich nicht die ganze Hütte mittlerweile von außen schwarz streichen. Und das einfach nur, weil ich es kann. Ach Gott, Schrauben.
Dieses Spiel kennt auch nicht zu viele Schrauben, ne? Ach du heiliger Wimbaum. Sessel drauf. Fertig. Yes. Architecture. Architektur. Gartentreppe, Pflasterstein. Was bringt mir so eine Dreckstreppe? Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Weißt du was? Ach, wir tun jetzt auch einfach noch so einen Zaun hinziehen. Decken? Nee, Zaun? Das kriegt jetzt. Passend zum linker Rand, rechter Rand. Kaufen viele. So. Also auf der einen Seite setzen wir jetzt mal hier direkt am Rand an. Ach du Himmel, das gibt, passt ja gar nicht. Oh, scheiße. Gibt es davon noch kürzere Teile? Naja, dann ist es jetzt der Durchgang sozusagen. Mir wurscht, ich will dieses Haus nicht mehr sehen. Kann die Folge rum sein? Ich will es verkaufen. Meine Augen, sie brennen. Also rein theoretisch ist jetzt der Plan, dass hier sozusagen keiner von vorne durchkommen kann. Kein Lebender kommt hier, ohne durchs pinke Haus durchzurennen, durch. Man will ja auch, dass er erst stirbt und dann da reinrennt. Also, dass er auch wirklich sieht, wie Gottes Glück, wenn er da rauskommt. Und ich glaube, ich habe gerade den Zaun. Oh. Ich muss jetzt das hier um eins nach vorne versetzt bauen, ungefähr. Und ich habe mich gleich jetzt so richtig geil verbaut. Warte mal, erstmal. Du. Jetzt sitzt das Tasche wieder gleich. Oh! Ja, jetzt schaut es besser aus. So. Jetzt musst du nachgesetzt werden. Nicht so weit. Ja. Warum kann ich einfach sagen, von da bitte Zaun ziehen oder so? Weißt du schon so. So richtig simpel ist. Ich sag nichts mehr. Ich krieg gleich. Ey! Und cool. Man merkt sich, das sollte jetzt. Ich sollte nach echt aufnehmen. Pause. Ich wollte eigentlich heute. Helft mir. Bitte. Ja! Endlich! Ich glaube, der Zaun ist rund. Mir ist aber so scheißegal. Jetzt kaufen. So, es schaut jetzt sowieso dreckig scheiße aus. Okay, Augen zu und durch. Oh. Und wieder hinten. Ah, wir wollten Grill hinstellen. Ja, Grill. Dann nehmen wir wieder so einen richtig geilen, kaufen viele. Kann richtig geil die Fassade gleich mal abfackeln hier. Architecture. Ich tue jetzt einfach mal so ein Teil hinstellen. Ich weiß ja nicht, was ich das bringen soll. Es hat ja nicht mal ein Dach. Da können sie ihre Weintrauben pflanzen, ey. So, Leute, ich würde sagen, ich will dieses Haus weder sehen noch irgendwas anderes. Pass auf, ich hätte wahrscheinlich die Fenster reinigen dürfen. Gehen wir noch die ganzen Fenster durch und reinigen die? Komm, wir machen so viel, wie noch geht. Komm, mach hinne. Speed reinigen hier. Dass die Fenster reinigen können, auf die Idee hätte ich auch vorher kommen können, ne?
Aber wenn man dauernd nur pink sieht, dann wird man halt bekloppt im Schädel. Meine Güte. Kann ich ja auch nichts für. So. Ich sehe überall pink. Die Fenster sind ja sowieso nächste Woche wieder dreckig, oder? Okay, hier war ich... Oh Gott, nee, ich mag nicht mehr. Ich will das nicht mehr sehen. Enter. Verkaufen, versteigern, zur Auktion. Schau mal, ob ich genug rauskriege aus der ganzen Sache. Aber ich verdiene auf jeden Fall. Das ist schon mal vorteilhaft. Sind wir nur ein paar tausend? Okay, ja, der Opa... Du willst, dass dein... Ich weiß, dass sie ein böses Attentat vorhat, weil sie wahrscheinlich sagt, ach du, ich kaufe uns ein schönes Haus, ne? Und er so, ja, mach mal. Jetzt kauft sie das pinke Haus, damit er ein Herzinfarkt kriegt und sie die ganze Lebensversicherung bekommt. So schaut's nämlich aus. Und jetzt müssen wir nochmal Shift verhandeln, weil diese Mordursache, die tue ich nicht unterstützen, außer sie gibt mir extra 10.000. Sind weitere 10.000 für sich okay? Wir wären sehr glücklich, wenn wir hier einziehen dürften. Ah, cool, sie haben es gezahlt. Nice. Verhandlungstaktik aufgekommen. Nice. Dann würde ich sagen, haben wir nochmal so circa just enough. Ja, wahrscheinlich sind es die, die es kaufen, wenn kein anderer Bock drauf hat. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben damit ich mir jetzt eine Augen-OP leisten kann, um dieses Pink aus meinen Augen rauszukriegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!